Hallo und herzlich willkommen beim Spielzimmer. Heute geht es um meine Sommerhighlights. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Spielzimmer. Heute geht es um meine Sommerhighlights für den Sommer 2021. Ich bin Mama eines zweijährigen Sohnes und möchte euch zeigen, mit welchen Spielsachen wir uns den Sommer vertreiben und was wir auch gerne im Sommer naschen bzw. snacken. Und damit soll es auch schon losgehen. Wir lieben im Sommer, und zwar die ganze Familie, die gefriergetrockneten Erdbeeren von Hipp oder freche Früchte, was auch immer. Da werden bei uns schon mal so ein, zwei Packungen am Tag versnackt. Und zwar sind es einfach Bioqualität oder pure Erdbeeren, gefriergetrocknet. Die sind wirklich sehr, sehr lecker und können süchtig machen. Das ist bei uns die Alternative zu Chips, unser Sommerhighlight. Ich versuche sie euch in der Infobox zu verlinken. Ein weiteres Sommerhighlight für Balkon und Terrasse, und wir haben es jetzt sogar schon mal zur Verwandtschaft mitgenommen, sind die Outdoor-Puzzle von Ravensburger. Diese Puzzles sind geeignet für den Outdoor-Bereich, natürlich auch für den Indoor-Bereich, und unser Sohn spielt wahnsinnig gerne damit. Das sind Kunststoffteile, die Puzzleteile sind aus Kunststoff, sind abwaschbar und somit auch für den Outdoor-Gebrauch hervorragend geeignet. Ich zeige euch mal eines. Also so kommt das Ganze daher. Es sind jeweils 12 Teile. Und ja, sind wirklich sehr schön, halten auch sehr gut. Also da fällt nichts ab, da kann was kommen hier. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, von der Haptik her liebt es unser Sohn. Und ich kann die euch nur empfehlen, falls ihr unterwegs seid mit den Kindern. Ja. Also wie gesagt, die Teile sind abwaschbar, was es natürlich super einfach macht, das Ganze zu reinigen. Und für unseren Sohn auch eine Motivation, damit zu spielen. Der mag es einfach wahnsinnig gerne von der Haptik her. Also, ein echtes Highlight. Und bei uns auf der Terrasse nicht mehr wegzudenken, die Outdoor-Puzzle. Ein weiteres Sommerhighlight ist natürlich nicht nur dieser Sandeimer, wobei ich diese Sandeimerchen-Sets auch mega praktisch finde. Da ist ja immer so ein Sieb dabei. Rechen, Schaufel, Eimerchen. Genau. Von Haber gibt es ein Outdoor- oder Wasserspiel. Das ist auch sehr gut geeignet für die Badewanne, also nicht nur im Sommer. Und zwar ist das ein Angelspiel aus Kunststoff. Das sind so kleine Kunststoffsäckchen, die sind mit Sand oder was auch immer befüllt, luftdicht natürlich, das Ganze bleibt drin, einfach wegen der Schwere, und die schwimmen dann auch im Wasser, das ist ganz toll. Mit dabei ist auch eine kleine Angel, und es ist auch ein sehr schönes Spiel für die Koordination, das Ganze dann aus dem Wasser zu fischen. Zeig dich mal, du Fisch. Und bei uns ein absolutes Sommerhighlight auf der Terrasse, das Angelspiel von Haber. Man kann übrigens auch die Tiere benennen, also ist auch ein sehr gutes Spiel, um die Sprache ein bisschen zu konkretisieren. Ein weiteres Sommerhighlight sind diese Eisförmchen. Die gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Das ist jetzt wieder von Haber. Es gibt sie aber auch von anderen Herstellern. Ich verlinke sie euch in der Infobox, wenn ich sie finde. Und ich finde die einfach von den Farben her total gelungen. Also das ist wohl so eine Sommer-Edition, die es jetzt dieses Jahr gibt. Und was auch super ist, die werden bei uns mit Sand oder Wasser, je nachdem mit welchem Material unser Sohn gerade spielt, befüllt und sind ein absolutes Highlight beim Spielen von Eisdiele. Last but not least zeige ich euch dieses schwimmende Etwas, und zwar ist das so ein Boot, Fisch, was auch immer. Es ist ein Lenkrad dabei und eine, Achtung, eine Hupe. Ich habe das tatsächlich schon in der Schwangerschaft gekauft. Ich hoffe, ich finde es noch, dann verlinke ich es euch in der Infobox, weil ich es so lustig fand. Und unser Sohn liebt es. Das ist also quasi eine Art Schiff, mit dem man auf dem Wasser fahren kann, natürlich immer unter Aufsicht. Und unser Sohn ist halt total begeistert, wahrscheinlich wegen Lenkrad. Er liebt es und er fährt auch damit tatsächlich ohne Wasser durchs Zimmer. Kein Problem für ihn. Ja, das waren meine Sommerhighlights für den Sommer 2021. Ich würde mich total freuen, wenn ihr in den Kommentaren von euren Sommerhighlights schreibt, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei dem Spielzimmer.